direkt mal benutzen. So. Ist der Typ wieder? For guy as much as me, it's kind. Was? This kind of Pokémon is the perfect match. Was hat denn so ein Macho für Pokémon? Magneton? Magnetilo? Picochilla? Okay. Das wird doch bestimmt jetzt auch wieder wehtun, mir. Zugabe. Ah. Kokos langsam. Du kannst ruhig Zugabe machen, ne? Am besten gleich nochmal. Wissens, das zieht mir nicht so viel ab. Aber auch nur, weil es nicht sehr effektiv ist. Yay! Koko hat gerade ein Pokémon besiegt. Luxray. Wie das mal anhört. Eiscreme, das ist ein Job für dich. Koko muss dringend leveln. 32. Ey! Du Arsch! Das kommt jetzt mit Zwerge an, ne? Vergiss es. Ich wollte gerade sagen, das hätte Yuki ein bisschen wehgetan. Aber das hat dir auch wehgetan, Eiscreme. Oh, du brauchst eine bessere Attacke als Sandgrab. Warum tust du das? Ja, Kopfnuss. Nur weil deine Elektroattacken... keine Wirkung auf Eiscreme haben, oder wie? Hör auf, es rauszuwerfen. Es möchte doch nur spielen. Vor allem, du greifst nicht mal mit Elektroattacken an. Das war jetzt wirklich unfair. Warum benutzt er immer Brüller gegen Eiscreme? Dafür kriegst du jetzt hier ein ekelhafteres Schicksal als Sandgrab. I'm cool, even in defeat, hey? Nein. Ja, so cool, dass ich mich einfach aus dem Staub mache. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ekelhaftes Drecksding. Wieso habe ich das Fliegen nicht schon vorher benutzt? Ach, keine Ahnung. Ich hinterfrag gar nichts mehr am besten. Vielleicht sollte ich mal 3 42er im Team haben. Aber die anderen waren auch schon lange nicht mehr im Team. Ach hey, was soll's. Wenn die wilden Pokémon hier wissen, stärker wären. Juhu, eine Wasserroute. Wie viele von euch haben eine Wasserschwäche? Ich habe nichts gegen Wasser-Pokémon.
Okay. Anstelle von Yuki nehme ich Mr. Flauschi mit. Damit wissen es drei meiner Pokémon so halbwegs, was gegen die anderen ausrichten können, ne? Sorry, Yuki. Was sowieso hier unten bei denen, die das letzte Mal ganz viel benutzt wurden. Also von daher beschwer dich nicht. Auf zu heulen! nein, Chicken. Immer schönartig. Box wieder zurückdrehen. Wahrscheinlich brauche ich da sowieso erst Kaskade außerhalb eines Kampfes, um da weiterzukommen. Aber hey, da können wir die Route da oben wesentlich schon mal abhaken. Und ich möchte jetzt nicht zur nächsten Arena gehen, die wahrscheinlich in Tier City ist. Wo vorne ja sowas Unsichtbares unseren Weg blockiert. Und wir haben ja erst letztens etwas bekommen, womit wir unsichtbare Dinge sichtbar machen, ne? Okay, ab ins Kühlnass. Los, Tipo Tipo! Tipo Tipo! The sunlight seems to be more harsh in this area. Groudon? Und das Ding schon erweckt? Ohne mich? Ich will mal Kali. Bojolin. Mr. Flauschi! Und jetzt werde ich wieder gebissen. Wieso tun die mir das immer an? Und dann blubbert er mich auch noch mit Blubberbläschen voll. Hm. Ja, so sieht ein Alltag bei Mr. Flauschi aus. Erst wird er gebissen und dann... Nein, das sagst du jetzt nicht. Besonders da ja Mr. Flauschi männlich ist. Egal, Level up für Coco und Kreisler. I couldn't see very well because of the sun glare. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Alles eine Ausrede. Beutelchicken, das wolltest du. Hier eine kühle Limo für dich, Mr. Flauschi. Eigentlich auch Soda gereicht, aber hey. Willkommen in der Pokeliga. Ja. Ja. Überhaupt nicht von Smaragd, Rubin, Saphir kopiert. Yay, die macht es Copy-Paste schon wieder. Und für die eine Trainerin habe ich jetzt Wieso sind die hier 14? Die hätten hier wenigstens das Level anheben können. Oh, die der Entwicklertypi des Sex. Das ist eigentlich nicht schwarz, ne? Kann ich da hinfliegen, so? Aus reinem Interesse? Ne. Battle Frontier auch nicht. Fester Zone. Da kann ich irgendwie auch nicht hinfliegen, obwohl ich da schon war. Silvertown, Aquatown.
Honey Village kann ich auch nicht hinfliegen. Golden City auch nicht. Hier kann ich erst recht nicht hinfliegen. Aber hier war doch ein Poké-Center. Und da auch. Ah, das ist wohl Tier City. Habitat Town. Gucken wir mal, was dieses unsichtbare Pokémon ist. Ja, mein Pokémon. Dieses unsichtbare Objekt. Ich rechne einfach damit, dass es ein Pokémon ist, weil... Nein, nein, hier war es auch ein Pokémon. An invisible Pokémon became completely visible. The start Pokémon attacked. Hydropi? Hydropi? Wow, didn't see that coming. Ich hätte jetzt mit Kecleon gerechnet. Weil Kecleon ist halt ein Chamäleon, ne? Und die können sich tarnen. Warum Hydropi? Warum? Yay, noch ein Wasser-Pokémon! Level 30. Sei zärtlich, Coco, ja? Ein Hydropi. Wie nenne ich denn Hydropi? Warte mal, Kreisle ist eigentlich schwach genug, um es weiter schwächen zu können. Was ist deine schwächste Attacke? Ich darf nicht außer Acht lassen, dass die Verteidigung gesenkt wurde. Aber das kriegt Step. Aircutter ist schwächer. Wow. Don't do this shit. Ocean Floor. Luxusball. Hydropi. Und hier. Hyperball. Bleib drin! Nö. Ist hier ein Netzball. Geht doch. Wow, ein Hydropi. Das eigentliche Start der Höhenregion. Eins der drei. Ja. On land, it can powerfully lift large boulders by planting its 4 feet and having. It sleeps by burying itself in soil at the water's edge. Ah, wie nenne ich dich denn, Hydropi? Ist männlich.
Wie könnte man ein zukünftiges Zoom-Packs nennen?